Danke, fick dich auch. Okay, Jungs. Auf geht's. Oh, was mal hier? Bin mal gespannt, wie lange das hält. The Sneaky Bolt Guy. Allerdings muss ich sagen. Wow! Passt sich nach shit, einer Zeit, ich hab was angezündet! Passt man sich der Umgebung an, wenn man eine Zeit lang stillsteht? Wie passt man sich der Umgebung an? Man passt sich nur an der Umgebung an, wenn man sich der Umgebung anpasst. Also jetzt mal ernsthaft. Naja, du bist die, immer gerade. Ich hatte das gerade, dass ich so stand und dann auf einmal hat mein Gegenstand sich zurechtgerückt. Nee. Du musst dich so hinstellen, dass du richtig stehst schon. What the fuck? Kennt ihr diese Gift-Glitches? Kennst du mich? Nö. Oh, wow. Nicht schlecht. Das ist mein Platz, Dario. Verpiss dich. Ach, da warst du letztes Mal. Oh Mann. Da sind nur zwei Steine, also vergiss es. Also ich bin letztes Mal vorbeigelaufen und hab dann gedacht, die können nur aufrecht stehen. Da war nur ein aufrecht stehendes Ding. Aber dann hab ich gerade festgestellt, dass man sich auch hinlegen kann. Ja. Ey Jungs, die Gum-Gum Gatling geht so lange. What the fuck? Das ist auch keine Gum-Gum Gatling, aber okay. Da ist eine Melone in einem Kasten drin, aber das ist keiner von euch. Das weiß ich schon. Prop. Ich war mal eine Kuh. I am the one and only. Ihr tauntet echt nie, ne? Auf jeden Fall. Ich höre sie schon zwischendurch. Ihr seid ziemlich nah dran immer, deshalb traue ich mich nicht. Ja, aus dem Port, also ich taunte eigentlich immer. Wer genau war ziemlich nah dran? Das ist die Frage. Ich denke mal, das ist so eine gewisse Skala. Dario tauntet viel, ich taunte dagegen wenig. Allerdings sind meine Verstecke, glaube ich, auch nicht wirklich. Alter, mein gut. Versteck ist so dreckig. Weil du so ein Schisser bist. Oh, dreckig. Könnte aber auch übel sein. Ich könnte kotzen. Aber ganz ehrlich, das Niveau hätte mir verboten, mich als Toilette zu verkleiden. Ohne Spaß. Aber ganz ehrlich. Zombies sind schon eklig. Ne? Manche Leute sind halt so scheiße, ne? Ach, scheiße, Zombie. Hier gibt's ja mehrere Level und zu dem Haus. Schmeckt auch nicht so lecker. Zwei Stockwerke. Lol, ja. Du wusstest das nicht, du Mongo? Doch, aber ich hab's vergessen. Komplett. War beleidigen, wa? Ja, auf jeden Fall. Ich höre doch einen von euch hier in der Nähe. Mongo. Gibt's doch einfach nicht. Mongos für Mongos. Leider gehen mir langsam die Ideen aus. Waren hier vier Waschmaschinen in dem... da sind vier Waschmaschinen drin. Okay. Maschmaschinen drin. Waschmaschinen. Okay. Die Maschmaschinen. Das wird der Folgentitel. Wow. Ihr seid die übelsten dreckigen Mongos. Ich feier's gerade hart, ich feier dein Versteck so hart gerade, ne? Voll geil. Und okay, bei 15 Sekunden gebe ich euch einen Tipp. Mach bei einer Minute musst du eh taunten. Ich hab vorhin die ganze Zeit getauntet. Ja, eben, das ist hardcore. Trotzdem, ich taunte immer noch weiter. Bei einer Minute direkt pam drauf. Immer wieder. Ich weiß doch, dass es hier irgendwo ist. Aber wo genau? Scheiße, jetzt weiß ich, was das ist. Es ist in dem Raum, wo ich bin, aber ich weiß nicht, wer es ist. Ja, frag mich auch gerade. Wie lange geht denn dieses Minigewehr oder was? Alter! Ich wollte wissen, ob ich jemanden erwische, so. LOL? Der Schrank ist es nicht, Nico. Ah, die Runde, die kriegen wir nicht. Der Schrank ist es. Ich höre euch nicht mehr taunten, was los? Ja, ich war irritiert, da schießt so in die Ecke und ich krieg Schaden. Ja, was ist los? Warum tauntet er wohl nicht? Weil er wohl in der Nähe steht. Eine Sache steht noch gerade, guck mal, das Euer Bett in der Ernst? Ecke eventuell. Euer Ernst? Yes! Ah, Mann! Alter, nein! Zwei von euch standen auf mir drauf. Ja, ich weiß auch nicht, du hast dich manchmal so ein bisschen bewegt und dann doch wieder nicht. Alter, ihr standet auf mir drauf. Wollte schon sagen, na, wollt ihr ein Nickerchen machen? Oh, Blacky, komm zurück. Nee, ich hab ein besseres Versteck. Also das coolste Versteck, um ehrlich zu sein. Also ich finde, es ist nicht gut, aber es ist cool. Es ist verflucht cool. Leute, jetzt müssen wir langsam mal eine Runde gewinnen und das nicht als Hunter. Na, also, bin ich nicht geil? Ach, geht's euch ums Gewinnen? Hey, wir sind nicht Master, wir gewinnen nie.
Nein, das will ich nicht. Außer dem Preis für die beste aus den. Egal, entweder gehe ich jetzt sofort drauf oder ich werde ewig lang nicht drauf gehen. Das wird jetzt sehr interessant werden. The Sneaky Bolt Guy. Hä? Are you fucking kidding me? Hä? Dario? Huh? Nee, das ist alles in Ordnung, aber Jungs, du kannst dich als das, wo ich dich dagegen stoß. Ach so! Als das kannst du dich verstecken. Ah, Jungs, sind okay. Echt Hammer, oder? Hier, du hast mich wahrscheinlich gesehen, ne? Oh Gott, was ist das? What? Hardcore. Aber meiner ist auch nice, oder? Seh dich nicht. Wie, du siehst hänge mich Boden nicht. Fest. Dann war's Nico, der gerade an mir vorbei ist. Ich weiß es ja nicht. Ja, ach so, ja, ich hänge Boden mich fest, aber megamäßig. Mal wieder. Und das nervt einfach. Hey, Baby, komm zurück! Der war hier irgendwo. Was war das denn gerade? Was ist los, Jungs? Hört auf, die armen Leute zu verarschen. Kommt schon. Oh, ich häng fest. Oh, jetzt geht's. Hört auf! Hä? Was ist denn? Was? Oh nee, ernsthaft? Oh, ich bin so geil entkommen. Was? Nice, ja. Nice, ich war aber vorher eine Krähe, weißt? Was? Ah, okay. Du kannst doch eine Krähe werden. Ja, ja, eine tote Krähe. Nee, eine fliegende Krähe. Was? Oh. Das war ein Run, die Folge, also die Runde. Hänge Boden fest. Echt hardcore. Ja. Ich häng's fest. Ah, oh, schlecht. Ich find ihn schlecht. Nie ein. Schau, vielleicht kriegst du ein anderes Prop, ein großes vielleicht nee, in der Nähe. Ich hab schon versucht. Ich krieg sogar bei den Großen hast du schon versucht. Oh, fuck, das hat nirgendwo. Alter. Das nervt, ne? Ja, nee, muss halt weit genug nicht immer weg sein. Ja. Taunt aber dafür nicht, weil das so offensichtlich ist. Nee, du musst schon taunten, sonst Mensch ist es unfair. Tauntet mal, Jungs, bitte. Ich hab was gehört. Leute, wie er durch den Raum guckt. Oh, du bist frei! Du bist frei! Fuck! Geil, ne? Hammer! Lachen die gerade mich aus? Hast du das andere Ding weggehauen? Wir lachen nicht aus, wir lachen nicht mit dir, wir lachen über dich. Du hast das andere Ding weggehauen, ich hab gedacht, du wärst das gewesen, was weggerannt ist. Nico, Alter, Nico, verstanden. Ich bin Bro, ich bin einfach nur Pro, ne? Das war das Broste Ding, was ich jemals in Propfand gesehen hab. Ich bin direkt wieder im Boden festgebackt, ne? Wir lachen über Dario, weil er gestorben ist bei dem Versuch, Nico zu killen. Ich bin direkt im Boden festgebackt wieder, ne? Dario, wo waren wir? Ja, schau, so kann das Backen ein Vorteil sein. Ich weiß nicht, dass es sowas gut ist. Als Raketenwerfer, ich vermute mal, dass er kein Raketenwerfer mehr ist. Nee, natürlich nicht. Natürlich nicht. Bitch! Oh shit! Wo bist du? Ah, oh, das ist dumm, Mann. Das ist echt dumm. Du bist doch nicht. Und er ist einfach beim Versuch draufgegangen. Nein, nicht das. Das war jetzt aber schon der zweite von der Sorte. Stopp, zurück, das ist doch. Es gab nicht zwei von denen. Der an der Tür ist geschossen. Warte, Nils, ganz vorsichtig. Deine beiden Kollegen sind dabei draufgegangen, als sie die falschen Props angeschossen haben. Ich wollte dich nur warnen. Pass auf, halt die beim Blick. Eins von beiden ist es. Ah, oh, ich aber nicht. Lausig, das Mann. Noch nicht mal echt lausig. Der euch aber nicht. Wie viel Leben hast du noch? Du hast nur noch 40 Sekunden, aber noch zwei Gegner. Jetzt schieß endlich auf einen. Ich hab 70 Leben. Ich wette, er ist es gar nicht. Ich hab 70 Leben. Ich find's gerade. Du hast noch zwei Gegner. Assig. Beeil dich mit deiner Entscheidung. Ich mit der Granate. Scheiße. Tja, da haben wir wohl gewonnen. Oh yeah. Da stand Hunters in Höhe. Ja, weil ihr euch wieder alle gegenseitig gekillt habt. Der war wirklich. Und Dario, ich bin direkt im Boden festgebackt wieder als Rakete. Nils, Bier, das ist dasselbe passiert wie dir. Jetzt hör doch mal auf, Alter, das kann doch nicht dein Ernst sein. Doch, wenn du falsch rumstehst, schon. Ja, ich hab.